Je nachdem, wie das Sieger Versteck geht. Das wird am meisten Zeit fressen, glaube ich. So, Not musste halt in die nächste Session rein. Aber abwarten. Tee trinken. So. Wir sind wieder zurück mit Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild mit dem ersten Schrein von Urbosas Prüfungen. Nachdem wir die Königsmaltore besiegt haben. Ich bin auch hier, ja, und Kern ist natürlich auch noch mit von der Partie. Haben wir fast vergessen. Ja, wir reden 10 Sekunden vorher noch miteinander. Ja. Bin ich also nur das kleine Männchen in deinem Ohr, oder was? Groß und klein. Ach, der Schrein, bei dem habe ich mich dumm angestellt. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich mich dumm angestellt habe. Ach so, irgendwas, weil ich die Blöcke brauche, deswegen. Weil du die Blöcke brauchst, habe ich mich dumm angestellt. Alles klar. So. Nimmst du mal mit? Müssen wir weiterschauen? Also, der Aufzug muss. Betrieben sein. Ja. So, dann die Kugel hier einfach rüberhängen lassen. Okay, und wie es jetzt da weitergeht? Ist da irgendwo noch eine Kiste? Ha. Da nur eine Truhe. Ach so, ich brauche wahrscheinlich die hier, weil die oben ist. Mhm. Ich glaube, deshalb habe ich mich auch so dumm angestellt, weil ich genau das nicht gecheckt habe. Ja, genau, das habe ich nicht gecheckt und deshalb. Ne, dann muss ich eh umdrehen. Dann muss die kleine da hoch und die große da runter. Wenn ich die da reinkriege. Ja, ja. Und nochmal dagegen schieben. Aufnahme wollte ich nicht speichern. Ist doch gut, wenn du Aufnahme gespeichert hast, so wirst du, dass du aufgenommen hast. Ja. Daltmodisch. Du hattest den doch gerade gekriegt, ja. Irgendwie. So will der jetzt wieder nicht. Wieso willst du nicht? Du musst doch da, der Kleine da rein, was anders nicht geht. Aber wie willst du dann musst du. Der macht zuerst ganz hoch. Der muss zuerst ganz hoch und dann nehme ich ihn raus. So. Und. Oh. Okay, das ist ganz oben. Vielleicht war das der Denkfehler von mir. So, und jetzt den darüber. Und jetzt sollte es eigentlich gehen. Jo. Das muss ich irgendwie die ganze Zeit haben da. Ich kann die da nicht stehen lassen, das ist das Problem. Du kannst aber doch zum Tor gehen und das Band verlängern oder verkürzen. Ach so. Na und jetzt darüber. Ach, das reicht nicht, oder? Ja. Na gut, ich sag mal, da unten ist ja ein bisschen Wasser, nicht wahr? Hm. Das ist jetzt der einzige Tipp, den ich dir gebe. Ja.
Ach, du hast es also nicht verstanden, was ich damit gesagt habe. Ach so, ja, stimmt. Alter Karl Sonic, was hast du heute wieder für ein Problem? Dasselbe wie immer. Sind wir heute wahrscheinlich zu dämlich für alles? Du hast gerade schon mit mir und Ruffy Star Wars aufgenommen, also das sagt doch schon einiges. Wenn noch Lust hat, kann da drüben sich die Truhe noch gönnen. Diesem Rätsel, aber nur wer Lust hat. Ich hab's nicht. Wer gönnt sich heute denn schon Sachen? Ja. Wer gönnt sich die nur? So, als nächstes werden wir uns diese Robbe-Prüfung nehmen. Jetzt hat die Frage, brauche ich einen getunten oder reicht doch einen normalen für die Prüfung? Hä? Also einen vom Verleih, meine ich. Ach so, eine getunte Prüfung. Was ist eine getunte Prüfung? Du meinst Robbe? Ja. Keine Ahnung, nimm einfach eine Robbe, mit der du Rob, Rob, Rob machen kannst. Hoffe mal, dass er normal erreicht. Ich hab keine Lust, Geld auszukippen. Ja, du hast ja so wenig. Ja. Jetzt am. Antike Pfeile, die essen mein Geld. Om nom nom. Und ich weiß schon, wie ich dann ins Schloss stürme. Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich da lebend ankomme, wenn ich das so mache. Nein. Ich versuche mir systematisch gerade im Kopf nachzugehen, wie ich das Grund, also zuerst Kerke, dann Zimmer und dann kurz nochmal Kakariko zurück und dann Thronsaal. Klingt nach dem Plan. Ja. Bald ich die beiden Erinnerungen habe. Hey. Irgendwo da draußen müsste auf jeden Fall Ringe warten. Ja, da vorne. Da sind sie. Da ist der erste. Wollen wir mal hoffen, dass so ein Robbe reicht. Und brauchen wir wirklich noch einen geliehenen. Wir werden sehen. Nö, das passt. Nur nicht vom Gegner treffen lassen, das könnte mir alles versauen. Ja, einmal irgendwo gegenschleudern oder Gegner, dann war's das. Dann kannst du das nicht mehr einholen. Unter dem Sand versteckt Gegner leicht. Hm. Ja, da ist das Zieltor. Oh. Wow, alter Schwede. Und durch. Sehr gut. Zum Glück sind diese Prüfungen immer relativ einfach. Hm. Einfach, wenn es gegangen hat mit einem Geliehenen, weil die haben so viel mehr Speed drauf. Die kosten, glaube ich, 20 Rubine. Viel zu viel für deinen Geldbeutel. Ja. Das sprengt gerade den Rahmen um 19 Rubine. Wow. Ist so.
mehrfach nutzen. Ja. Also wir dürfen wieder Stromkreise schließen. Aber erst nachdem wir drüben sind. Ja, irgendwie muss sie ja rüberkommen. Ich glaube, da wird jetzt auf jeden Fall die Isolierrüstung helfen. Aber die kriegt man halt nur in den Schreinen, die Teile. Und die kann man leider auch nicht kaufen. Schon ein bisschen schade, aber na gut. Okay, da muss es auf jeden Fall hin. Nein, ich will das hintere. Dann ein bisschen rechts. So. So, jetzt nur noch eine Verbindung herstellen. Ja. Zieht den Metallenden, der unter Strom steht, doch ein bisschen weg. Wenn du auf den draufstehen willst. Genau, und jetzt guck mal, ob du da rankommst. Ne, so gerade eben nicht. Gut, dann komm halt du nochmal her. So ein bisschen runter. Halt noch mehr. Man kann sich jetzt aber auch anstellen, ey. Ja. Ich schieb mich jetzt einfach mit. So kann man das natürlich auch machen. Ja, das war schlau. Ja. Ja gut, Selbstverletzung muss man halt ab und zu mal riskieren. Ja. Und das jetzt das Gesamte nochmal, um da hochzukommen. So stark wollte ich sie gerade auch nicht bewegen. Ja. Erstmal da hoch. Ich würde mich auf sicheren Boden stellen. Ja, da muss ich fast von da ganz oben aus. Warum? Weil ich da sonst nur so hochkomme, weil da noch eine Erhebung ist. Spring doch auf das Ding drauf, genau. Du hättest diesen Block auch gerade wieder dahin schieben und von dort aus darauf springen können. Na egal. Pass auf, dich nicht selber zu schocken. Ja. Ja. Kann ich nicht weiter da rausschieben? Den hinteren eben noch ein bisschen. Warte, ich geh mal kurz rum. Den noch ein bisschen näher. Weil der muss dann eben da verbunden sein mit dem hier. So, den, auf den du jetzt draufstehst, den kannst du dann dort zu dem Elektroblock hinschieben.
Du solltest aber nicht auf ihn draufstehen, sondern erstmal auf die Kiste da oben klettern. Verbindung, aber ich war. Ja, jetzt hat es Verbindung. So und durch. So, zweites Symbol. Also jetzt kommt das letzte. Das vom Jäger. Das wird lustig. Das wird dauern. Wenn wir Pech haben. Je nachdem, wo die Kugel genau ist. Die ist da, wo die Bananen gehortet wurden. Ah ja. Wenn ich mich recht erinnere. Und das Problem ist, sie dürfen uns wieder nicht decken. Diesmal kannst du nicht einfach so klettern, weil du ja die Kugel da hast. Und mit Dingenspfeilen abschießen, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also mit antiken Pfeilen. Wäre lustig, wenn es funktionieren würde. Wäre schon, ja. Aber ich würde nicht drauf setzen. Ja, das glaube ich auch nicht. Das wäre viel zu einfach. Eben. Viel, viel, viel zu einfach. Glutkraut. Also es wird denken, entweder schaffen wir es in diesem Part noch den Fluch reinzupacken, sonst in den nächsten. Definitiv im nächsten, wenn es jetzt nichts wird. Und natürlich die Nervtöten, die Igas wieder. Dass der dich jetzt noch getroffen hat, ey. Ja. Konnte die nur. Komm ich von da aus nicht rein? Oder muss ich die jetzt noch alle vernichten? Weiß es nicht. Aber ich glaube, man muss tatsächlich den anderen Eingang, beziehungsweise dann den Ausgang in dem Fall nehmen. Und ich habe keinen Wartpunkt, der in der Nähe ist. Außer von diesem Turm aus. Na, versuch's mal von da. Der höchstgelegene Ort, den ich kenne. Nein, da liegen zwei Rubine. Ja, wie kannst du nur? Ja, wie konnte ich das nur? Jetzt hast du das Geld den Jäger gespendet. Ja. Konnte ich das nur tun? Wie konnte ich das nur zulassen? So, dann können wir mal gespannt sein, was das jetzt gleich wird. Und Sprung! Und Sprung! Und Sprung! Genau. So ging das wunderbar schnell. Ja.
Staben fliegt gemütlich vor Otra rum. Mhm. Mir ist so ziemlich egal, was hier gerade passiert. Ja, jetzt müsste ich genau über dem Versteck sein. Revalisturm brauche ich beim vierten Fluch auch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, da kriege ich keinen Bogen, da kriege ich nur Nahkampfwaffen. Und wenigstens mal ein Schild. Ich glaube ja, dass du da nur Nahkampf-Melee-Sachen bekommst. So, das fast bodenlose Loch. Und von da aus müssen wir jetzt die Kugel holen, die die Jägers gestohlen haben. Hm. Die soll, wie gesagt, bei dem Bananenhort sein, da oben in der Geheimkammer. Hm. Kann ich hochfliegen? Ach Mist, kommt der zu nah. Wie gesagt, mit den Bananen kann man die ja ein bisschen ablenken. Ja, die ist da oben. Da reinkommen sollte jetzt kein Problem mehr sein. Die Ausdauer reicht. Das bezweifle ich ein bisschen. Ich hab noch Nahrung. Okay, dann reicht. Alternativ hättest du auch von hier aus an der Wand schon springen können. Ja, da wäre ich wieder runtergeflogen, ich hätte nichts vorstellen können. Ich traue mir alles zu. Denk doch mal positiv, Mensch. Nicht immer negativ denken. Es klappt sogar ohne Nahrung. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. So, nochmal das Ninja-Set zur Sicherheit. Nicht, dass es jetzt daran scheitert. Googelt, bleib hier. Okay, ich kann also nicht gedockt laufen mit dir. Nein. Natürlich nicht. Ja, Der läuft gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt durch. Das sind zwei. Ich mach kurz da runter, ich will nur schauen, wie es da aussieht. Mhm. Okay, der Eingang wäre frei. Fliege auch der Rest des Weges.
Größte Frage ist, wie will man an den Typen vorbeikommen, der an der Tür steht? Ja. Die Frage. Kamera, bitte spiel mit. Okay. Ich hasse noch die Kamera, wenn die immer wieder automatisch zoomen will. Da würde ich nicht unbedingt so lange stehen bleiben. Jetzt Risiko. Bitte Gott, bitte Gott, bitte Gott, bitte Gott, bitte Gott! Sehr gut. Ich bin durch. Wow! First try, ey. Ja. Ach ja, ich hab eure Kugel. Aber ihr kriegt sie nicht. Denn die wahre Aufgabe ist, wir müssen sie da runterschmeißen. Mhm. Und tschüss. Ihr Kaka, hast noch eine Kugel für dich? Kannst damit spielen? Oh Gott! Das war auch ein riskanter Move von meiner Seite. Also der Donnerfluch gibt es dann beim nächsten Mal. Ich schau mal, dass ich diesen Schrein noch gelöst kriege. Hm. Das ist jetzt genug Aufregung für heute. Einmal haben wir so ziemlich alles geschafft, was wir in der Session schaffen wollten. Ja. Es war noch angesehen, dass wir den Donnerfluch hinkriegen, aber nun, das das blöde Jägerversteck und der Donnerfluch haben einfach zu viel Zeit weggenommen. Er hat Moldorm zu viel Zeit weggenommen. Hm. Oder wie das Viech hieß. Moldor oder Moldorm, was auch immer. Aber was ich dann als nächstes tue, ich werde auf jeden Fall mit den Zutaten, was ich noch habe, nochmal ein paar Gerichte kochen, weil ich brauche noch wieder ein paar einige. In der Kiste. Ja. Aha. Da haben wir also wieder das... ein Rätsel. Und zwar... seht ihr hier diese Kiste? In der Kiste gibt es verschiedenfarbige Kugeln. Mhm. Und ich glaube, man muss die Anzahl der Kugeln zählen. Ja. Ich hab... zwei orange und zwei grün. Ein pink und drei lilane. Also, gelb 2, wie viel grün hast du gesehen? Zwei grüne, okay, wo ist grün? Da. Ein pink und drei lila. Okay, dann ist das pink, drei pink und, oder eine pinke. Ein Pink, drei Lila. Drei Lila. Okay. Oftmals ist es richtig, sonst können wir immer noch nachkorrigieren. Hm. Okay, das scheint schon mal noch nicht richtig das zu sein. Das war noch nicht richtig. Dann schauen wir mal nach. So, 1, 2, 3 Lila, ne? Zwei orangene. Warte mal, sehe ich da vier lilane? Ja, ich sehe vier. Doch, vier lilane. Aha, okay. Da hat sich wohl einer noch versteckt. Ja, es war die vierte lilane. Ja, gut, dann habe ich den einen nicht gesehen. Dann hatte ich also fast alle richtig. Gut. Ja. Und wer jetzt noch... Ruhe haben will, der muss jetzt dasselbe noch mit den metallenen Kugeln machen. Aber das ist nichts für uns. Und ein bisschen Zeit habe ich noch. Wir begeben uns einfach mal an eine Kochstelle. Da kann ich noch mal kurz das Nachkochen zeigen, wegen den zwei Rezepten. Falls ihr das mit den Rezepten noch nicht so richtig ganz Infos habt. Was auch immer daran schwer zu verstehen sein soll. Ja. Damit es wenigstens bildlich noch sieht. Der Donnerfluch, der wird leider nichts mehr. Mm-mm.
Aber da bin ich auch zuversichtlich, wenn alles so funktioniert, wie es geplant ist, dann sollte die nächste Aufnahmesession auch die letzte sein. Hoffen wir mal. Wenn es nicht klappt, dann sind es halt zwei. Wenn ich daran zurückdenke, wie wir damals das Problem mit der Aufnahme hatten, dass uns da einfach mal alles verkackt ist. Ja, kann mich gut erinnern. Das war, glaube ich, auch direkt nach der ersten Session. Ja. Ich hoffe nur, dass es nicht nochmal passiert. Ich mag nicht noch mehr bis nochmal bis dorthin spielen. Stell dir mal vor, das würde jetzt passieren. Dann hättest du das nicht noch einmal alles nachgespielt, ey. Nö, nicht nochmal. Nur über meine Leiche. Und gleich kriegt sie auch gerade einen Stall nochmal. Kochtopf. So. So, für das Herzgericht. Einfach fünfmal die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und für die Rüstung Stufe 3. Dreimal Rüstling. Einmal Rüstgras. Und dann ein Hornsplit. Das ist egal, von wem ihr es nehmt. Nehmt mal das von Eltra. Damit könnt ihr einfach so viel herstellen, wie ihr wollt. Aber ich verabschiede mich, weil ich werde jetzt offcam noch hat, so viele herstellen, wie ich noch Platz habe und wie es geht. Das war euer Chaos an X89 und... Keanu. Mit Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild im nächsten Part, der letzte Rematch gegen den Donnerfluch. Und danach geht's dann ans Ende des zweiten DLCs und dann auch langsam ans Finale des Spiels. Bleibt dran und verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.